mein Gott, Ostschüss, Chinjos Vlog, Leute. Bin ich jetzt drinnen? Just chillen in the snow. Wow. Mike hat uns wochenlang auf die Folter gespannt und ich dachte schon, ich darf das nächste Woche in die Wüste fahren. Jetzt wissen wir, wo wir die Tage hinfahren. Ja, aber wir sagen es euch nicht, weil ihr dürft es im Vlog genauso rausfinden, wie die anderen warten mussten. Es hat irgendwie nicht gereicht, dass diese Überraschung richtig geil war. Wir wurden nämlich noch von einem Fahrzeug abgeholt, der etwas anderen Art. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Für uns ging es nämlich nach Salzburg zu den Red Bull Play Streets. Und nicht alleine, dass das schon grenzgenial war. Mike hat Malenci noch damit überrascht, dass sie vor all diesen Leuten live im Fernsehen die österreichische Nationalhymne singen darf. Welcome to our room tour. So, hier ist erstmal unsere grenzgeniale Küche mit meiner fucking eigenen Kaffeemaschine. I can't believe. Hier steht Victoria. Dann haben wir hier unser eigenes Superklo. Und hier einfach unser Badezimmer. Wirklich, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Kommen wir dann in Marlene auf mein Schlafgemach. Das ist das Beste. Hat man die drauf? Oh mein Gott. Ja, jetzt müssen wir uns anziehen, weil wir gingen jetzt bei minus 20 Grad essen. Jetzt hier ein paar Szenen, wie es aussieht, wenn ihr mit einer Deutschen in die Berge fahrt. Sag mir jetzt, ist das Eis oder nicht? Kann ich da einbrechen? Ist komplett fest. Ja, ich meine, das da unten. Ist das ein Fluss oder nicht? Nein, das ist eine Straße. Okay, ja, gut. Du hast 500 Höhenmeter bestritten. Nice. Was hat mir gebracht? Nichts. Ich hasse Berge. Das Event an sich war ja erst am Freitag und wir sind aber mit Red Bull dann halt am zweiten Tag einfach mal easy cheesy Quad fahren gegangen. Herr Lehrer, wann sind wir denn da? Wann sind wir da? Ja. Na dann, wenn wir ankommen. Und nehmt alle euren Müll. Ja, hinterlassen nichts. Wird das auspackt der Bus, gell? Den haben wir gemietet, gell? Lehrer, gibt's Alkohol auf der Reise? Ja, aber nur für mich. Sonst applaudiere ich nicht. Lisa ist bei mir hinten am Quad drauf gesessen und Malenci ist vor uns gefahren. Und ich muss ehrlich sagen, sie hat das richtig gut gemacht. Bis auf die Stelle, wo sie fast einen Hügel hinuntergeflogen wäre. Wir haben jetzt gerade hier so kleine Quads bekommen und fahren ein Parcours. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Abkürzung zu nehmen. Die Abkürzung, die teure Abkürzung. Und hier runter zu fahren. Was? Alles gut? Du wirst nicht. Boah, ich kann das nicht greifen da unten. Aber jetzt ganz entspannt. Nein, nein, nicht, das aber gar nicht ist gar nicht lang. Wow! Wow! Lebensmüde, oh Gott, ich bin lebensmüde. I'm fucking lebensmüde. Was? Schaltet noch nicht weg, weil nach dem Outro kommt noch was. Aber jetzt drückt den Like-Button und klickt auf Abonnieren. Denn nächste Woche gibt es den zweiten Vlog von dieser echt witzig kranken Klassenfahrt. Yeah, Heimat bist du, große Söhne und Töchter. Würdest du mich umarmen, wenn ich ein Kaktus wäre?